habe einige Sachen zu verkünden. Es geht ums Divine Design Fest. Es geht um Wir sind Divine Design Community. Es geht um ganz viele Details, Fragen, die ich immer wieder kriege. Wie läuft es ab mit dem Divine Design Fest in Wien? Wie funktioniert die Community? Und all diese Fragen möchte ich jetzt gleich mal beantworten. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr so in einem Kaschmirpulli sehen die nächsten 4 Wochen, weil ich nächsten Mittwoch für einen Monat nach Brasilien gehe, Workation, arbeiten, Kitesurfen, living my dream. Ich freue mich mega, mega, weil es hat auch für mich es macht einen Abschluss von ja, einem Lebenszyklus, der vor 6 Jahren in Brasilien angefangen hat. Ich weiß noch, mein Sohn war 14 und da war ich das letzte Mal in Brasilien mit ihm. Jetzt ist er 21. Also ja, egal. Auf jeden Fall hatte ich dort meinen Kitesurf-Unfall, von dem ich nicht mal wusste, dass es wirklich ein Unfall war, weil sich da meine Schambeinfuge demoliert hat und gerissen hat und das hinterher ein Riesenrattenschwanz von Krankheit, Unbeweglichkeit und all das, was mich dazu gebracht hat, mein Leben neu zu denken, mein Leben neu zu erfinden, meinen Körper neu zu denken, neu zu wissen, wer ich wirklich bin, wenn der Körper dir sagt, du kannst nicht mehr, du bist nicht gut genug, du kannst dich nicht bewegen, du darfst nicht ohne Schmerzen sein. Und ja, ich war tatsächlich damals davon überzeugt, dass ich büße, dass mir das passiert ist, weil ich so schlecht war, weil ich nicht gut genug war, weil ich nicht das getan habe, weil ich nicht anständig war in meinem Leben, weil ich nicht liebevoll war, weil ich bösartig war. Ja, all diese Dinge habe ich tatsächlich geglaubt und gedacht. Und heute weiß ich natürlich, wo es herkommt. Ich gebe euch ganz kurz die Antwort. Ein größeres Video dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, wo ich darüber spreche, wie es passiert, dass wir unsere Mutter reflektieren, dass wir die Meinung unserer Mutter als Hauptbezugsperson annehmen über uns und dann tatsächlich glauben, wir sind diese nicht gute, nuge Person. Und ja, so ist es eigentlich bei uns allen. Je nachdem, mit was wir gewaschen werden, was wir übergezogen bekommen von unserem Umfeld und was wir auch dann annehmen und weiterleben. Ja, und diese ganze Geschichte, die darf zum Ende kommen. Jetzt gehe ich wieder nach Brasilien als eine neue. Und ja, das wird großartig sein und das kann ich auch immer nur empfehlen. Ich habe viele Dinge so zum Ende gebracht in meinem Leben, dass ich ja diese Orte, diese Plätze wieder besucht habe, mit Menschen auch wieder Kontakt aufgenommen habe als eine neue. Und das ist ein richtiger Game Changer. Und ja, wir müssen unser Game changen, damit wir unser Leben changen können. Und unser Game fängt da oben an. Das ist das Game, was wir denken über uns, über das Leben, wie das Leben funktioniert. Und wie das Leben wirklich funktioniert ist, wir sind göttliches Design. Das heißt, wir sind in absoluter Perfektion geboren und gedacht. Und in absoluter Fülle und Erfüllung sind wir gedacht. Nur sagt uns das niemand. Niemand sagt uns so direkt, hey, du bist komplett in Ordnung, nichts an dir ist falsch, weil wir brauchen ein Weil. Unser Verstand will immer wissen, ja, warum? Du kannst doch nicht sagen, dass ich so in Ordnung bin, das kann doch nicht sein. Ich mache die und die Fehler und da bin ich nicht gut genug und die Leute mögen mich nicht und das Geld ist nicht so, wie ich es haben möchte und meine familiäre Situation, all diese Dinge sind nicht so, wie ich es haben möchte. Du kannst doch nicht behaupten, ich bin gut, ich bin perfekt, das geht doch nicht. So ist unser Verstand unterwegs. Unser Verstand spricht so mit uns, der versucht uns immer wieder madig zu machen und uns zu sagen, nein, irgendwas ist an dir falsch. Und nachher zeigt sich es in unserem Körper. Wenn ich glaube, irgendwas ist mit mir falsch, wird mein Körper einen Weg finden, mir zu zeigen, dass irgendetwas nicht stimmt mit mir.
Welcher Weg? Das ist völlig egal. Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Teachings, die dann sagen, ja, wenn du das hast, wenn du Rückenweh hast, wenn dir das weh tut, dann bedeutet das etwas Bestimmtes. Huhu. Aber ich kann dir nur eins sagen, egal was dir weh tut, es bedeutet nur das eine. An dir ist was falsch. Das ist das Einzige, was es bedeutet. Und solange du tatsächlich noch irgendwo heimlich, still und leise glaubst, an dir ist etwas falsch, wird es so sein. Wird es so sein? Irgendwo wirst du einen Fehler finden. Aber es gibt keinen Fehler in Wahrheit. Wenn du keinen Fehler an dir, an dem Leben, an den Menschen da draußen findest, dann gibt es keinen Fehler. Und dass du komplett dir erlaubst, dich zu fühlen wie ein Mensch, der noch nie einen Fehler gemacht hat, der fehlerfrei ist, der nicht nach Perfektion streben muss, weil Perfektion ja schon gegeben ist, dann wirst du sehen, was das für einen energetischen Shift gibt. Was es für einen Shift gibt in dir, wo du plötzlich anfängst, anders auch zu denken und dein Verstand versucht, nicht mehr dir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ja. Wir sind perfekt, egal wo wir sind, wann wir sind, wie wir sind, was wir anhaben, wie wir aussehen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir uns das geben, was uns unsere Perfektion unterstreicht, damit unser ganzes System hinterher erkennt, hey, all das, was du dachtest, was falsch ist mit dir, war ein Gedanke. Ein Gedanke, eine Geschichte, eine Überzeugung. Aber letztendlich, ich bin Divine Design. Und jetzt komme ich deswegen auch zu unserer Community, die startet am Montag. Wir sind Divine Design. Es ist eine Community für Menschen, von mir für Menschen, die das auch in sich erkennen, aber natürlich noch merken, wie der Verstand Trickschen spielt. Und diese Trickschen müssen erkannt werden und müssen korrigiert werden, müssen revidiert werden. Jedes Mal, wenn der Verstand was im Außen hernimmt, um dir zu erklären, dass du nicht gut genug bist und sei es nur, weil dich der Nachbar am Morgen nicht gegrüßt hat, geht ganz schnell eine Schleife an Informationen ab, die dir dann hinterher sagt, irgendwas ist mit mir falsch, mit dem ist was falsch, aber warum soll was mit mir und dem falsch sein? Irgendwas ist auf jeden Fall falsch. Ja, und der Verstand ist so programmiert, bis wir ihn umprogrammieren, dass er sagt, mit dir ist alles in Ordnung, mit deinem Nachbarn ist alles in Ordnung, alles ist in höchster Beste in Ordnung, mach dir keine Sorgen, fühl dich gut. Und schon kommt ein anderer energetischer Zustand in deinen Körper. Und diese Energie ist alles, was du hast, das energetische Management über deine Gedanken, über die Geschichten, die du glaubst, über die Vorstellungen, die du dir machst. Das ist alles. Und dieses Management muss geübt werden, da musst du richtig gut drin werden, weil du bist jetzt richtig gut drin geworden in der Vergangenheit deines Lebens, die Fehler zu suchen und sie auszumerzen. Das war für mich als Qualitätsmanagerin, als ISO, Qualitätsmanagerin sogar ein Ding. Ich war so darauf fokussiert, Fehler zu finden, um sie hinterher auszumerzen. Und ich war dadurch in einer Welt der Fehler. Fehlerhaftigkeit hat vorgeherrscht. Fehlerhaftigkeit ist Mangel. Mangel ist, es fehlt etwas. Diese Welt, dieses Denken haben wir eingetrichtert bekommen. Und genau dieses Denken führt dazu, dass wir in einer Welt leben, in der es Fehler gibt, die verbessert und ausgemerzt werden müssen. Aber jetzt können wir in eine Welt einsteigen, in der Erfüllung herrscht, in der es überhaupt keine Fehler gibt, weil es ist eine Energie. Und Energie ist Information. Und wenn ich von der Information ausgehe, alles ist in perfekter, höchster, göttlicher Ordnung, das hast du schon oft gehört, aber du weißt nicht, was es bedeutet für dein Denken, für deine eigene Energie, die du generierst. Und genau das üben wir in der Community. Wir sind Divine Design Community. Wir gehen davon aus, dass Perfektion immer und überall an jedem Ort herrscht, weil das ist das göttliche Ursprungsdesign, das ist die göttliche Existenz, das ist die göttliche Idee, mit der wir hier angekommen sind als Baby. An einem Baby ist nie was falsch.
Aber sobald dieses Baby auf die Welt gekommen ist, in unserem Umfeld, in unserer Matrix, in unserem Denken, untersuchen wir es aus der Perspektive, womöglich ist da was falsch dran. Und du weißt, wie es ist, wenn du einen Fehler suchst, wirst du einen Fehler finden. Wenn du aber Perfektion siehst, nicht suchst, sondern von Perfektion ausgehst, wird Perfektion herrschen. Und was ist schon perfekt? Sind meine Haare heute perfekt? 100.000 Meinungen, aber per se kann ich einfach behaupten, meine Haare sind perfekt. Meine Haare sind perfekt. Heute sind meine Haare perfekt. Da kannst du sagen, nein, sie sind nicht perfekt. Sie sind zerzaust, sie sind nicht gestylt, es ist nicht perfekt. Und ich sage, egal wie meine Haare aussehen, sie sind in Perfektion. Und das ist das Denken, ja, komplett für jede Situation in diese absolute Perfektion zu erheben. Dann hast du die Energie, die du brauchst, um erfüllt zu sein, um Fülle zu sein, um erfüllt zu sein mit Liebe, mit Anerkennung, mit Unterstützung. Und das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Ich nenne diesen Weg Divine Design Reise, wo du von dem Menschlein, das eingeschränkt ist, nicht gut genug, dich transformierst in die göttliche Version deiner selbst, nennst deiner Seele, Seele ist aber trotzdem nicht Psyche, weil die Seele denkt nicht psychologisch, sondern energetisch. Und genau diese Dinge wirst du lernen, immer mehr und mehr, Schritt für Schritt, in der Wir sind die Divine Design Community. Wichtig ist, dass du verstehst, tief, tief, diese Resonanz hast und sagst, genauso ist es, genauso dachte ich, muss es sein, ich habe immer schon diese Wahrheit gespürt. Dann bist du eingeladen, wir starten. Ich komme immer nicht zum Punkt, weil ich so viel zu sagen habe. Wir starten am Montag, den 30. Oktober um 20 Uhr ist das Kickoff. Ganz, ganz viele sind schon dabei. Die meisten über das Secret Offer, die einfach was von mir gekauft haben, obwohl sie nicht wussten, was sie kaufen. 3 Monate Mitgliedschaft kannst du jetzt aber natürlich auch noch kaufen auf meiner Homepage, in meinem Shop. Das kostet 270 € für 3 Monate. Wir haben Auftakt am Montag, dann haben wir jeden zweiten Donnerstag Hot Seat Coaching. Dann hast du 10% auf meine 1:1 Gespräche, die unbezahlbar sind, weil sie direkt mit deinem Verstand sprechen und deine Divine Design Message runterladen. Das ist nichts, was aus mir kommt, sondern das kommt von Gott für dich. Wird aufgezeichnet, diese Gespräche, die sind unbezahlbar. Ja, was hast du noch? Du hast einen Kurs in dieser Wir sind Divine Design Community. Einen Kurs, den es nur in der Community gibt. Und zwar ist dieser Kurs ein Teaching, das dich in dein Divine Design Selbstverständnis bringt. In deine I Am Identity, in deine Ich bin Divine Design Identity, wo du einfach sagst, ich weiß, wer ich bin und genauso denke ich, genau solche Ansichten habe ich, genauso sehe ich die Welt, genauso spreche ich und ich spreche nicht mehr aus Mangel und Fehlerhaftigkeit und ich denke auch nicht mehr aus dieser Perspektive, sondern ich sehe alles aus meiner Divine Design Perspektive und was dahinter steht, ist nur Energie und die Energie generierst du. Und diese Energie kommt aus deinem Denken, aus deinen Ansichten. Es gibt keinen anderen Ort, wo die Energie geformt wird, die Lebensenergie für uns, die schon tatsächlich da ist. Und diese Energie wird von dir geformt in deine Richtung. Und wenn du weißt, wer deine Divine Design Identity ist, kannst du göttliche Energie formen. Das heißt, du sendest aus Ansichten aus der höchsten Perfektion, aus der Erfüllung. Und dann wirst du das erfahren. Dann wirst du diese Welt, dieses Universum für dich generieren, in dem es keinen Mangel gibt. Und dieses Trainingsprogramm gibt es auch nur in der Wir sind Divine Design Community.
So, jetzt wird das ganze Jahr schon super lang, aber ich fasse mich wirklich kurz. Wie gesagt, Montag starten wir das Kickoff. Melde dich an auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Unter Coaching-Angebote findest du das und schon kommt dir alle Info rausgeschickt. Das nächste, was ich sagen wollte, ist, komm nach Wien. 16. 17. haben wir das Divine Designs Fest in Wien. Das Divine Design Fest ist eine Party für unser Göttliches, für unsere Divine Design Identity. Wir werden auch da alles aus dem Weg räumen, Blockaden. Es geht darum, dass du eine Divine Design Neugeburt für dich erlebst, in Person mit anderen Menschen, die einfach sagen, ja, wir sind Divine Design, ich weiß es, nur mein Kopf weiß es oftmals nicht. Und ich werde alles daran setzen, dass ich diese Energie verkörpere. Nicht, weil ich von Gott gesandt bin und Gott mich beauftragt hat, ganz, ganz speziell mich, sondern das ist das, was wir alle sind in Wahrheit. Alle. Alle. Und mir geht es darum, dass dein Verstand mit einsteigt, dass dein Verstand mit ins Boot geht, dass dein Denker die Energie für dich erdenkt, die hinterher deine Erfüllung generiert und kreiert. Ohne Paradigmen, einfach nur energetisch. Komm nach Wien, wir treffen uns dort. Es wird eine Riesenparty, es wird ein Workshop, es wird ein Zusammensein, es wird ein Austausch, es wird etwas, was du noch so noch nie erlebt hast. Es ist ein Retreat und es ist doch kein Retreat, weil es du bist. Es bist du. Ich treffe dich in Wien, dein wahres Divine Design und das geht nachher auch wieder nach Hause. Ein riesen Quantensprung und alles wird sich verändern. Deine ganze Welt wird sich verändern. So, und jetzt kommt zum Schluss das letzte Angebot, was es gibt. Es ist Zeit für Rising Up. Rising Up ist meine Mastermind. Rising Up, die Ladies sind wirklich abgerissen. Sie sind aufgestiegen. Es ist unglaublich, was in den letzten 3 Monaten passiert ist. Es ist unglaublich, was möglich ist, wenn du dich auf diesen Weg machst, wo du deine Lügen über dich selber, über deine Mangellügen, deine Fehlerlügen, wenn du die angreifst, wenn du sie anschaust, wenn du sie transformierst. Rising Up geht noch einen Monat in Verlängerung. Besser gesagt, es geht 5 Wochen in Verlängerung. Es wird noch 4 Calls geben in Rising Up. Und zwar starten wir am 5. November mit 4 weiteren Calls Rising Up, wo du einsteigen kannst. Du kannst mitkommen in diese Gruppe, die schon dahin gereist ist, wo du einsteigen möchtest, und zwar auf höchstem Level, aber es gibt ja nie das höchste Level, weil wir risen immer ab, es ist unendlich. Rising up, wir leveln ab, wir entwickeln uns weiter, bis wir ohne Mangel dastehen, bis wir ohne Angst dastehen, bis wir kein Flight oder Fight mehr haben, bis wir uns so gut managen können, wie Gott sich managen kann. Und wahrscheinlich werden wir alle dieses Leben verlassen, ohne dass wir das erreicht haben, dieses absolute Absolut. Aber wir können ziemlich absolut sein in unserem Denken. Und Rising Up ist dieser Weg dazu. Für 1.500 € kannst du diese 5 Wochen dabei sein, 4 Calls, Austausch in Telegram-Gruppe, Austausch mit den Ladies, die wirklich schon wissen, worum es geht, die da sind, um zu trainieren, um das ganze Wissen tiefer zu verankern, zu implementieren und aus diesem Wissen herauszuleben. Ja, und ich würde mal sagen, das war's für heute. Das war's absolut für heute. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Komm auf jeden Fall in Wir sind Divine Design Community. Du wirst so viel kriegen an Sicherheit, an einem Ort, wo das Außen dich nicht mehr triggert oder wenn es dich triggert, wo du weißt, wo du hingehen kannst, wo du dich austauschen kannst, wo du Support findest, wo du deinesgleichen findest. Es ist für Mann und Frau. Die Community ist für Mann und Frau. Und es ist ganz, ganz wichtig,
dass du dieses Verständnis für dich schon angenommen hast und weißt, wer du bist und jetzt einfach nur noch aus diesem Wissen heraus möchtest leben, möchtest denken, möchtest kreieren, möchtest manifestieren, weil du bist ein Manifest. Es gibt nichts anderes als dich auf dieser Welt. Es ist nicht egoistisch, aber du bist die Energie, mit der du unterwegs bist. Und alle, die dich treffen, alle, die du triffst, alle, die in deiner Welt, in deinem Feld sind, sind deine Energie, deine Ansicht. Everyone is you pushed out. Das heißt, jeden erlebst du so, wie er deiner Ansicht entspricht. Und so funktioniert es im Leben. Und das ist ja auch dieses Übel. Deswegen sind wir ja auch so schlecht und so mangelhaft, weil wir in kleinem Alter mit diesen Ansichten geprägt werden, mit diesen Ansichten betrachtet werden und diese Ansicht dann halt auch annehmen und mit dieser Ansicht wieder weitergehen. Und da ist kein Fluch dahinter, da ist kein Generationenvertrag dahinter, da ist gar nichts Böses dahinter als ein energetischer Mechanismus. Und zwar, dass die Ansicht, die du vertrittst, die Ansicht, die du weitergibst, die Ansicht, die du für dich hast, mit was du dich betrachtest, als was dich du dich betrachtest, als was du die Welt betrachtest, als was, was du alles in dieser Welt betrachtest, ist nun mal das, was du machst, was du betrachtest, was du weitergibst. Und das ohne Einschränkung, ohne Mangel, sondern aus der höchsten, tatsächlich wahrhaftigen Fülle weiterzugeben. Das ist das, wofür wir hier sind. Und das ist das, was wir wieder lernen dürfen. Das ist ein Erinnern dran. Und deswegen ist es ja nichts Neues, was ich hier sage. Deswegen ist es ja auch nicht mein Teaching, sondern es ist das Teaching, das wir unterschrieben haben, als wir uns verkörpert haben, als unsere Energie, als unsere Seele in Form gekommen ist und in einen Zeitraum eingestiegen ist, aus einem Universum, aus einem Zustand der Energie ohne Form und ohne Zeit. Aber nur Form und Zeit gibt uns die Möglichkeit zu erleben, dieses Leben zu erleben, wahrzunehmen. Deswegen haben wir unsere fünf Sinne für die Wahrnehmung. Ohne diese Wahrnehmung könnten wir uns nicht wahrnehmen. Und der Zeitfaktor ist auch ein Faktor, den wir generiert haben, weil unser Denken in Unterschieden und relativ denkt. Unser Denken ist relativ, aber es muss es nicht sein, weil die Wahrheit ist ja absolut. Es gibt absolut nur jetzt. Es gibt absolut keinen Mangel. Es gibt absolut nur Energie. Es gibt absolut nur das, was du bist. Und aus dieser Perspektive heraus kannst du dich eigentlich innerhalb von jetzt auf nachher komplett erheben. Nur der liebe Verstand ist eben von dieser Welt. Der liebe Verstand ist analytisch. Der liebe Verstand ist relativ. Der liebe Verstand muss erstmal drauf getrimmt werden, nicht in Relativitäten, in Unterschieden, in Analysen, in Zusammenhängen, in Rückschlüssen zu denken, sondern absolut. Und das ist natürlich nicht von dieser Welt. Und deswegen findet es auch niemand gut, sondern eher egoistisch, wenn du sagst, es ist absolut so, wie ich sage. Ich akzeptiere keine andere Meinung, respektive keine andere Entscheidung als die, die ich getroffen habe. Das ist crazy für diese Welt, für dieses relative Denken. Da hängen so viele Sachen dran, die dich eben dann immer wieder zurückholen. Und deswegen ist es eine geile Reise, die den Verstand vom relativen Denken ins absolute Denken bringt. In der Absolutheit ist alles jetzt schon da für dich. Alle Fülle, alle Erfüllung deiner Wünsche ist tatsächlich da. Nur du musst dich dahin bringen, dieses Wesen, dieser Denker, dieser Kopf, dieser Körper werden, der jetzt hier alles absolut erlebt. Ohne relativ herauszuschauen und zu sagen, wo ist denn das Zeug? Wo ist meine Manifestation? Wo ist es denn? Na, es ist da. Es ist da, wo ich bin, mit meiner Ansicht, mit meiner Perspektive. Nicht relativ. Nein, nein, nein. Relativität
Relativitätstheorie ist von dieser Welt, ist von dieser Erde, ist von dieser Analyse. Sorry, Einstein, du hast es gut gemeint. Aber de facto brauchen wir keine Relativität, wenn wir absolut haben. Und deswegen heißt übrigens auch absolut mein höchstes High-Level-Business-Programm, das schon einfach nur transformiert, wenn man sich anmeldet. Anmeldung ist übrigens auch nur für Frauen möglich. Sorry, guys. Und auch natürlich nur auf Anmeldung, weil da darf es keinen Zweifel geben von der Absolutität, nicht Absurdität, sondern der Absolutität dieses Lebens und unserer Energie. Sie ist einfach absolut und du bist absolut genial, großartig, ohne Fehler, ohne Mangel. Und ich bin hier, um dich dabei zu unterstützen, dass dein Kopf, dein Denker das auch weiß. In diesem Sinne, wir sehen uns bald, wenn irgendwie was dich gerufen hat. Melde dich bei mir ganz einfach, unkompliziert. Und ja, du kriegst immer eine Antwort. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.